Genau, danke schön, Carsten, für deinen Vortrag. Ich würde sagen, sogar eine Punktlandung. Wir haben die erste halbe Stunde tatsächlich mit deinem Vortrag verbringen dürfen. Genau, und würden jetzt den Blick auf die Teilnehmer richten und quasi jetzt gäbe es für alle die Möglichkeit, Fragen in den Chat zu stellen. Genau, es sind während des Vortrages noch einige Teilnehmer dazugekommen. Wir würden euch alle bitten, quasi die Fragen an alle zu richten, damit jeder weiß, welche Fragen schon gestellt worden sind und damit es dort so keine Doppelfragen gibt. Kommt. Genau. Meistens muss erst jemand das Eis brechen und dann geht das dann immer seinen Gang. Aber genau, wir warten einen Augenblick. War jetzt ja auch schon eine ganze Menge. Ah ja, genau. Und der Jörg fragt nämlich auch schon, wo ist geplant, hochradioaktive Abfälle einzulagern? Genau. Ja, das kann ich also nicht beantworten, also wo das geplant ist. Also es läuft ja gerade das Standortauswahlverfahren für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle. Und ja, wir können gespannt sein auf den 28. Das ist nächste Woche Montag. Da wird die Region benannt, wo ein solches Endlager also entstehen könnte, was welche Region genauer untersucht werden wird. Mehr ist dazu nicht bekannt. Ich weiß nur, dass wir eine Veranstaltungsreihe auch schon zu dem Thema hochradioaktive Abfälle, wohin damit, bin ich der Meinung von ausgestrahlt hatten. Vielleicht einfach nochmal auf Atommüllreport zu schauen. Da gibt es auch nochmal einen Vortrag, der auch auf YouTube verfügbar ist, vielleicht kann ich den noch mal empfehlen. Genau, es gibt auch eine weitere Frage von Marc. Was ist der Unterschied zwischen einem Abluftschornstein und einem Diffusor? Ja, erstmal gibt es den Unterschied, der ist ja erstmal in der Höhe. Wir haben ja, glaube ich, 30 Meter und 45 Meter. Und ich denke mal, dass es dort auch Unterschiede in der Filteranlage auch gibt, in diesem Abluftschornstein. Ein Diffusor hat ja die Aufgabe, also normalerweise so hoch wie möglich zu sein, dass die Radio, also dass die Abluft oberhalb erstmal dann schnell verteilt wird und verdünnt wird. Ja, ansonsten kann ich es auch nicht anders erklären. Da müsste man dann, denke ich mal, doch mal den Betreiber fragen, warum dann Abluftschornstein und ein Diffusor ist. Vielleicht hat das auch mit der Bewetterung des ganzen Bergwerkes nochmal zu tun. Und genau, wir haben aber auch gesehen, dass der Abluftschornstein direkt über der Einlagerungshalle ist. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass einmal die Abluft aus der Einlagerungshalle ist, die dann da abgeleitet wird, und das andere wirklich dann aus dem Bergwerk über den Diffusor abgeleitet wird. Das könnte eine Erklärung dafür sein. Ah ja, genau. Dann gäbe es noch eine Bitte und eine Frage, ob wir noch einmal die Karte aufzeigen können von Schach Konrad mit den Gesteinsschichten, ob du die nochmal aufwerfen könntest. Und da die Frage dazu wäre, aus welchem Gestein besteht der Untergrund unter Schach Konrad genau? Genau, ich glaube, der Carsten sucht nochmal kurz. Ah ja. Genau, das wäre jetzt hier die Grafik hier mit dem einschlusswirksamen Gebirgsbereich, der ja nicht vorhanden ist. Denk mal, die ist gemeint. Also, da könnte man ja noch mal gucken, dass wir hier auch eine Tonschicht über den Einlagerungsfeldern haben werden. Also nach oben hin haben wir einen Gebirgsbereich, der das abdichten soll, aber halt nach Nordosten ist es
gesamtumfassender Gebirgsbereich, der die Einlagerungskammern bzw. dann auch den Atommüll umfasst. Und es ist ja immer so, dass eigentlich die Fässer bzw. die Transportbehälter nicht den Schutz dienen sollen, dann auf Millionen oder Tausende von Jahren, sondern dass es ja die Gebirgsdecke oder das Gebirge ist, was dann schützen soll, dass halt keine Radionuklide an die Oberfläche kommen. Okay, ja, danke schön, Carsten. Momentan scheint es erstmal so, dass alle Fragen beantwortet sind, die quasi in den Chat gestellt wurden. Genau, da kommt bestimmt nochmal die eine oder andere Frage. Genau, also nochmal zu dieser Grafik. Das ist jetzt auch keine Grafik, die wir erstellt haben, beziehungsweise das ist vom Betreiber. Wir sehen hier unterhalb ja die Quelle. Die ist also von Betreiberseite, ist die auch zu finden, diese Grafik. Ah ja. Genau, Jeanette fragt, ob die klimabedingten Dürren Einfluss auf das Kühlwasser haben. Ich bin jetzt ein bisschen überfragt, welches Kühlwasser. In welchen Zweck Kühlwasser jetzt gemeint ist? Der Fluss. Genau, Wasser aus dem Stahlwerk hat Jeanette noch ergänzt. Ach so, um die, sage ich mal, im Stahlbetrieb gibt es da riesige Kühltürme. Da wird ja eine Menge Wasser benötigt, um halt den Stahl und so weiter wieder runter zu kühlen. Das ist, denke ich mal, dann gemeint. Nein, also da ist mir nichts bekannt, dass da schon halt durch den Klimawandel bzw. die Dürren es da zu Beeinträchtigungen gibt, dass dort ein Mangel herrscht oder sowas. Und ja, das wird sich dann wirklich zeigen, ne, wo das radioaktive Abwasser dann eingeleitet wird, ob es dann überhaupt irgendwann vielleicht nochmal möglich ist, wenn man diese 320 Liter pro Sekunde an Wasserführung vielleicht doch regelmäßig unterscheidet. Aber bis jetzt ist da nichts bekannt, dass es da schon zu Schwierigkeiten kommt. Eine weitere Frage ist, ob das Bergwerk von innen nass ist. Das würde ja auf einen Grundwasserleiter oder einen Einbruch vom Oberflächenwasser hindeuten. Es ist schwierig zu sagen. Also es wird nass gemacht, wurde uns erst letztens gesagt, dass dort Wasser natürlich gibt in dem Bergwerk, das genutzt wird, um die Transportstrecken nass zu halten, weil es sonst sehr, sehr staubig da unten wäre. Ob das jetzt ein Grundwasserleiter ist, der jetzt schon beschädigt ist oder es dort einen Einbruch von Oberflächenwasser gibt, das ist mir nicht bekannt oder uns auch nicht bekannt. Aber so haben wir es letztens erst vom Betreiber erfahren, dass es dort das Wasser untertägig halt dafür genutzt wird, um halt die Strecken dort zu bewässern und feucht zu halten. Genau, dann wurde auch nochmal angemerkt, also es war zu der Frage davor, dass der Fluss doch offenbar aus dem Industriewasser gebildet wird. Genau, der wird ja quasi in dem Stahl produzierenden Betrieb quasi eingespeist. Genau. Genau, der hat seinen Ursprung halt in dem Stahlwerk. Genau.
Genau, eine weitere Frage ist, wie jetzt quasi der Protest weitergeht. Wie macht jetzt die Arbeitsgemeinschaft Schach-Konrad weiter? Ja, wir sind an vielen Projekten dran. Ne? Jetzt natürlich bedingt durch die jetzige Zeit, die Corona-Pandemie, war es auch vieles nicht so einfach. Wir hatten eine Menge geplant für dieses Jahr. Wir hatten ein riesiges Camp Konrad. Das war für letztes Wochenende, vergangenes Wochenende geplant. Da waren wir schon mitten in der Planung drin. Da richtig ein ganzes Wochenende was auf die Beine zu stellen, ist jetzt verschoben auf nächstes Jahr. Also nicht abgesagt, verschoben. Und sobald das wieder möglich ist, werden wir das auch durchführen. Wir sind jetzt immer noch im kleinen Kreis immer wieder dabei. Jetzt gerade am Freitag findet wieder am Schacht 1 unsere mobile Atomaufsicht statt. Parallel arbeiten wir auch an vielen Projekten mit Pressemitteilungen. Wir sind zur Üsikro dabei, das Ganze zu analysieren und ja, muss man halt schauen, was dann letztendlich bei rumkommt, was wir dann halt für eine Pressemitteilung und so weiter natürlich nutzen können. Aber da sind wir noch dabei, daran zu arbeiten. Und wir hoffen natürlich, dass wir bald wieder einen richtig großen Protest auf die Beine stellen. Und dass wir auch mit dem Bündnis, Salzgitteraner Bündnis, da wieder halt schlagfertig sind und die Menschen auf die Straße bringen können. Genau. Eine weitere Frage wäre, was machen die Betreiber denn jetzt in Konrad die ganze Zeit? Innenausbau? Vor ein paar Monaten war ich dort. Es schienen viele Menschen dort beschäftigt zu sein. Naja, das ist nicht nur der Innenausbau, es wird auch obertägig viel gebaut. Ne? Wir haben uns auf der Grafik Einlagerung Schacht 2, wie es mal aussehen soll. Da fehlen noch einige Gebäude, da die ganze Halle, es wird da viel saniert. Es wurde die Einlagerungsschächte wurden saniert. Man kann sich auch auf der Seite der BGE über die aktuellen Arbeiten auch informieren, soweit sie das veröffentlichen. Und natürlich wird untertägig mit Hochdruck gearbeitet, da die Einlagerungskammern halt neu aufzufahren. Und ich denke mal, das ist schon eine Arbeit, die ist sehr ambitioniert. Und ansonsten gibt es nicht immer wieder Verzögerungen und Probleme bei der Sanierung. Das, denke ich mal, ist alles nicht so einfach und das beschäftigt natürlich viele Menschen dort. Genau. Eine weitere Frage widmet sich den Atommüllbehältern und quasi der Einlagerung. Werden die radioaktiven Atommüllbehälter da unten nur irgendwie reingestapelt, schräg reingeworfen, wahrscheinlich der Bezug zur Asse, oder wird es dort auch irgendwie vielleicht sogar wasserdicht verfüllt? Also reingeworfen also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Nein, das wird, denke ich mal, nicht passieren, wie man die Bilder aus der Asse kennt, dass die Fässer da reingeworfen werden. So denke ich mal, wird das auch bei Konrad nicht. Also das traue ich den Betreiber also nicht zu, dass sie wieder so vorgehen. Nein, die werden schon, aus meiner Kenntnis werden das die Fässer in größere Behältnisse gebracht und die werden dann nochmal mit Beton ausgegossen und diese größeren Behälter werden dann schon geordnet und reingestapelt in die Einlagerungskammern, die jetzt neu aufgefahren werden und wird dann anschließend dann wieder vergossen mit Beton. Also die werden verfüllt, wieder die Einlagerungskammern. Auch so, dass der Atommüll dann nicht mehr rückholbar ist. Also die Planungen bei Konrad sehen so aus, dass es keine Rückholbarkeit gibt. Also es gibt keine Fehlerkorrektur, falls irgendwas passieren sollte. Dafür ist Konrad nicht genehmigt. Oder so ist es nicht in dem Planfeststellungsbeschluss verankert.
Genau. Was geschieht denn, wenn das Stahlwerk stillgelegt werden würde bezüglich der Wassereinspeisung? Ja, das wollen wir natürlich erstmal in erster Linie nicht hoffen, dass das Stahlwerk stillgelegt wird. Das würde ja eine Menge Arbeitsplätze, über 6000 Arbeitsplätze bedeuten, die dann da auch flöten gehen. Ja, aber das ist eine gute Frage. Ich denke mal, da müsste sich dann der Betreiber, denke ich mal, Gedanken drüber machen, ob dann die Druckwasserleitung dann nochmal verlegt wird. Keine Ahnung, es ist natürlich alles schwierig, wenn dann das Endlager schon so im Betrieb ist und ich muss da ständig die Abwässer ableiten. Ja, eine gute Frage. Ist auf jeden Fall nicht zu vernachlässigen, das stimmt. Und eine weitere Frage wäre, wodurch wird das Abwasser radioaktiv? Sind die Fässer undicht oder wie geschieht das? Naja, wir haben ja einmal das normale Grubenwasser, hatte ich das ja unterteilt. Und das Erzbergwerk ist ja auch schon sehr radonhaltig, also Radon belastet das Bergwerk. Es ist einmal sehr radonhaltig. Und dann habe ich aus dem obertägigen Kontrollbereich, das heißt, ich muss ja. Wenn ich dort irgendwo tätig war, müssen die Materialien, ob das jetzt Anzüge sind oder Werkzeuge oder Fahrzeuge, die müssen ja wieder, sag ich mal, abgespritzt werden und dekontaminiert werden, wenn ich dort Radioaktivität, wenn die behaftet sind. Und dieses Abwasser ist damit gemeint und natürlich dieses Abwasser aus der radioaktiven Luft aus dem Diffusor bildet sich auch ein Kondenswasser, was natürlich auch radioaktiv dann belastet ist, allein von der Abluft her schon. Und das muss halt näher abgeleitet werden oder aufgefangen werden. Und damit, das sind die Wässer, also die Fässer sind dort nicht undicht. Ja, eine weitere Frage wäre, gibt es eine Möglichkeit, die Art und Weise zu bekämpfen, in der die Unternehmen ihre eigenen Aufsichtsrat bilden? Oder beziehungsweise wahrscheinlich ist hiermit gemeint, das eigene Kontrollgremium dann wieder sind, also dass die Firmen quasi, die ich auch Konrad begutachtet haben, jetzt auch diejenigen sind, die es nochmal in der Ysiko bewerten. Ja, sind die damit gemeint? Also, oder die Unternehmen, die jetzt da im Industriegebiet angesiedelt sind? Ah, das ist eine gute Frage. Genau, weil der Tonor, also der Tenor ist, gibt es eine Möglichkeit, die Art und Weise zu bekämpfen, in der die Unternehmen ihre eigenen Aufsichtsrat bilden? Da müssen wir vielleicht nochmal die Frage zurückstellen an Janet. Genau. Genau, was du damit genau gemeint hast. Wir überspringen die Frage nochmal und warten. Janet meldet sich bestimmt gleich nochmal zu Wort. Die Betreiber, genau, hat sie schon. Da war sie schneller als die Polizei erlaubt. Genau, die Betreiber. Ja, gute Frage. Christine, kannst du da was zu sagen? Ich Also, ja, im Endeffekt hat man ja nicht die große Möglichkeit, quasi sich dazu Wehr zu setzen. Also, wir handhaben das eher so, dass wir Aufklärungsarbeit leisten quasi, ne? Weil es wird ja immer wieder in der Presse oder dann vom Betreiber behauptet, es sei sicher, sei es jetzt Konrad oder auch andere Atomkraftanlagen, das sind sie definitiv nicht. Und wenn man hinter die Kulissen guckt, ne? Auch schon in den Kommissionen, die quasi schon nach Standorten suchen. Die bewerten, ne? Wer sitzt denn da drin? Also man muss einfach nur mal lernen, das wieder kritisch zu hinterfragen, sich auch selber schlau zu machen und dann quasi mit Zahlen, Daten, Fakten Menschen zu motivieren, sich quasi auch am Widerstand mit zu beteiligen und Aufklärungsarbeit zu leisten. Ja. ja, ich denke mal, da besteht auch gar kein Interesse, auch seitens der Firmen nicht, da was zu ändern. Ist meine Einschätzung. Genau.
Wie positioniert sich die Politik vor Ort zu diesem Projekt? Ja, Gott sei Dank pro der Bürgerinitiativen. Also wir haben ein, wenn ich das so sagen darf, ein schlagkräftiges Bündnis in Salzgitter, bestehend aus der Stadt Salzgitter, aus der IG Metall, der Gewerkschaft, dem Braunschweiger Landvolk und der Arbeitsgemeinschaft Schaff-Konrad. Wir haben auch in den letzten Jahren schon eine Menge auf die Beine gestellt. 2015 die riesengroße Einwendungskampagne gegen die Erweiterung von Schach-Konrad vom Tisch gekriegt mit über 70.000 Unterschriften in wenigen Wochen. Wie wir alle wissen, im Nationalen Entsorgungsprogramm im ersten Entwurf von 2015 war ja die Rede von einer Erweiterung von Schach-Konrad, also Konrad, die Einladungsmenge quasi zu verdoppeln. Das haben wir mit über 70.000 Unterschriften mit unserem schlagfertigen Bündnis, wo auch die Politik dazugehört, dazu gebracht, das wieder rauszubekommen. Wir haben auch einen Appell der Region, also es sind alle Kommunen im Braunschweiger Land, die eine Position gegen Schach-Konrad mit unterzeichnet haben. Also da können wir uns eigentlich gar nicht beklagen, dass wir da keine Unterstützung seitens der Politik vor Ort bekommen, egal welche Partei. Ich nehme jetzt mal die AfD mal raus, aber egal ob CDU, SPD, Grüne, Linke, die stehen da auch sehr kritisch dem Projekt gegenüber. Genau. Ja, genau. Es wurde auch noch ein Link geteilt zum aktuellen Aufsichtsrat der BGE. Dann gibt es einen Hinweis von Ingrid, dass mal abgesehen davon, dass es viele Arbeitsplätze sind, hier in NRW werden die Stahlwerke auch immer, also werden immer weniger. Das heißt, den Zenit haben diese Werke überschritten, also bitte am Ball bleiben. Genau, Janette fragt auch, ja, auch wenn das Stahlwerk noch 100 Jahre noch weiterläuft, was ist danach? Ja, genau, es strahlt auf jeden Fall noch weiter vor sich hin und wahrscheinlich noch deutlich länger als diese 100 Jahre. Vielleicht weiß dann auch kein Mensch mehr, was da unten im Schacht eingelagert ist. Also genau, das ist die Frage, die wir uns halt auch stellen und was wir halt auch kritisieren, dass ein Endlager quasi nicht rückholbar gestaltet wird. Weil wenn das da unten erstmal alles verfüllt ist, kommt man da nicht mehr ran. Man kann keine Messungen machen, man kann keine sicherheitsrelevanten Untersuchungen durchführen. Das ist dann da drin und keiner weiß, was da unten vor sich geht. Ne? Genau, also ja, das ist ja nochmal drauf gemünzt auf die radioaktiven Abwässer. Genau. Ne, mit der Druckwasserleitung und der Einleitung in die Aue. Genau, das haben wir uns auch jetzt auch nochmal zur Aufgabe gemacht in den nächsten Wochen, Monaten. Genau dieses Thema mit dieser Einleitung der radioaktiven Abwässer in die Aue nochmal genauer zu untersuchen. Es gab vor Jahren da schon mal einen Aufschlag, auch bin ich der Meinung, sogar gerichtlich von einer Gemeinde, einer dort ansässigen Gemeinde an der Aue. Da müssten wir aber nochmal genau schauen, was dabei rausgekommen ist. Und wir sind da auf jeden Fall um Aufklärungsbedarf nochmal bemüht, das Ganze nochmal, gerade mit den Abwässern, nochmal neu aufzurollen. Und genau, es ist halt nur immer nicht einfach, wenn man da schon jahrelang alte Gutachten und so weiter hat, die auch dann in den Gemeinden dann nochmal wiederzufinden, was vor etlichen Jahren da schon mal passiert ist. Entschuldigung, das ist teilweise auch nicht so ganz so einfach, haben wir zumindest so festgestellt, aber wir sind da am Ball.
Genau. Und die letzte Nachricht aktuell im Chat. Ah, gerade kam noch was. Der Betreiber ist eine Bundesgesellschaft. Genau, das hatten wir eingangs auch gesagt. Die BGE, Bundesgesellschaft für Endlagerung. Das bedeutet, hier steht im Chat auch nochmal Bundesumwelt. Das Bundesumweltministerium sitzt auch mit im Aufsichtsrat. Genau. Des Weiteren sollen auch noch anfallende Mittel und schwache radioaktiven Abfälle in Schacht Konrad. Achso, sollen alle noch anfallenden quasi mittel- und schwach radioaktiven Abfälle in Schacht Konrad eingelagert werden? Ja, das ist ja leider, naja, was heißt leider, das ist nicht möglich, weil man geht da jetzt mittlerweile von Schätzungen aus. Es gibt ja weiterhin keine genauen Zahlen, dass wir von schwach- und mittelradioaktiven Abfällen mittlerweile über 600.000 Kubikmeter, die anfallen werden, definitiv. Und Schacht Konrad ist ja nur genehmigt oder ist genehmigt für 303.000 Kubikmeter. Und deshalb gab es schon den Versuch, die Einlagungsmenge zu verdoppeln. Aber die Frage ist deshalb auch sehr gut, weil es gibt ja nur Schacht Konrad für diese anfallenden Abfälle. Das heißt, ich brauche noch mindestens ein zweites Lager für diese Arten von Abfällen neben Schacht Konrad und dazu auch noch das Endlager für hochradioaktive Abfälle. Ja, also brauchen wir mindestens noch ein zweites, wenn nicht sogar ein drittes Endlager. Und dann stellt sich auch die Frage, wenn jetzt ein neuer Standort für die restlichen Abfälle, die nicht mehr in Konrad reinpassen, gesucht wird, dann wird das nach dem neuesten Stand von Wissenschaft und Technik ausgewählt und Konrad basiert auf Gutachten, die jetzt mittlerweile schon rund 50 Jahre alt sind. Da kann man sich auch die Frage stellen, wo ist da eine Standortauswahl, wo ist das noch gerechtfertigt, Konrad an Konrad festzuhalten? Warum kann man nicht jetzt ein Endlager suchen, weil ich doch eh schon weiß, dass nicht alle Abfälle nach Konrad können. Aber wir sind natürlich auch über jede Überraschung gewappnet, dass diese Verdopplung der Einlagungsmenge zwar erstmal vom Tisch ist. Unsere damalige Bundesumweltministerin, die Barbara Hendricks, die wir mal in Salzgitter zu Gast hatten, hatte damals auch gesagt, ja, solange ich sag ich mal, meine Wahlperiode hier bleibt das erstmal so, aber ich kann nicht versprechen, was nach mir passiert. Also ist das erstmal vom Tisch, aber nicht in Stein gemeißelt. Und da müssen wir weiterhin auf der Hut sein. Genau, wir würden jetzt erstmal den Deckel langsam auf die Fragenrunde machen, weil zwei Anmerkungen und Fragen haben wir noch. Genau, weil es ist ja auch schon kurz vor 7. Genau, eine Frage war noch zum Thema Assemüll und Gronau. Also der Assemüll darf nicht in Schacht Konrad eingelagert werden. Aber jetzt wäre die Frage noch an dich zum Thema dem Atommüll von Gronau. Ob der, also dann dürfte er ja quasi auch nur der Mittel und Schwache oder wie eigentlich es richtig, fachlich richtig heißt, Genau, ich denn hatte es ja, glaube ich, eingangs gesagt, da waren ja aus Lingen und Gronau die Exportbrennstäbe, die halt nicht nach Konrad dürfen. Und der Assemüll ja auch nicht, allein von der Einlagungsmenge, wenn man den Assemüll jetzt neu konditioniert, geht man von einer Einlagungsmenge von 250.000 Kubik aus. Und in der Asse weiß man ja bis heute nicht genau, was dort alles an Inventar eingelagert ist. Von daher gestaltet sich das ja auch schwierig, da zu sagen, der Assemüll, der dürfte nach Konrad. Und genau das war auch im nationalen Entsorgungsprogramm der Punkt, dass dort der Assemüll erst nach Konrad sollte mit der Verdopplung. Und der Assemüll und die Verdopplung ist dann nach unseren Einwendungen wieder rausgekommen. Erstmal. ja, okay. Eine weitere Frage wäre, vernetzen sich international
Vernetzen Sie sich international mit Gruppen, die ähnliche Projekte bekämpfen. Ich bin aus GB und da sind auch Bürgerinitiativen gegen den Ausbau von Sellafield. Ja, wir sind mit der AG Schacht Konrad schon also super vernetzt, also zumindest Deutschland und auch über die deutschen Grenzen hinaus. Ob das jetzt international, ich denke mal, da müsste ich mal meine Kolleginnen und Kollegen aus der Arbeitsgemeinschaft fragen, wie es da, also wir haben auf jeden Fall immer ein Auge auch auf andere Projekte, auch internationale Projekte. Wie sieht es da aus? Wir sind da schon auf dem Laufenden, aber ob wir jetzt wirklich dort vernetzt sind, also zumindest regional und bundesweit, das weiß ich definitiv. Aber jetzt international kann ich nochmal mitnehmen, dass wir da vielleicht auch nochmal versuchen, Kontakte zu knüpfen. Das wird ja auch immer wichtiger, da ein breites Netzwerk zu haben. Genau, da war noch ein Hinweis, natürlich nicht Assemüll, sondern Müll aus der Asse. Ja, hast du recht, genau. Wenn das so gefallen ist, tut uns das leid, natürlich der Müll aus der Asse. Genau, gibt es, genau, dann machen wir aber wirklich Schluss. Gibt es in der Umgebung Häufung von Krankheiten? Also in Schaff-Konrad ist noch nichts eingelagert. Genau, diesbezüglich. Und was ist denn mit Ahaus? Wäre noch Mit eine Frage. Aarhus, ja, da bin ich jetzt gerade ein bisschen nicht auf den Laufenden, das ist nicht Genau. ganz mein Themengebiet, Aarhus. Müsste ich recherchieren, ob da jetzt der Müll, der in Aarhus liegt, jetzt nach Konrad darf oder was ist damit gemeint? Genau, der Müll aus Ahaus. Genau. Das müssten wir, glaube ich, auch noch mal nachrecherchieren. Genau. Also ihr könnt euch gerne an die Arbeitsgemeinschaft Schacht Konrad wenden, über die Internetseite, über das E-Mail-Postfach. Wenn jetzt weitere Fragen offen geblieben sind, da werden wir die auf jeden Fall im Nachgang auch beantworten. Und von daher kann ich, muss ich die Frage jetzt, da muss ich einfach passen. Aarhus ist einfach nicht mein Thema, was ich da auf dem Schirm hätte. Ja, genau. In dem Sinne würden wir uns bei euch allen herzlich bedanken, dass ihr so viele Fragen quasi Genau. gestellt habt, das sehr abwechslungsreich gestaltet habt. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht mit euch und wünschen euch noch einen schönen Abend. Genau, und sorry, dass ich so dunkel jetzt geworden bin, aber es wird langsam dunkel draußen. Ich wollte jetzt nicht zwischendrin aufstehen und das Licht anmachen. Sorry nochmal dafür. Und auch von mir, von meiner Seite herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war einigermaßen informativ, dass man mal einen Einblick bekommen hat, was das Projekt Konrad bedeutet und auch die Kritikpunkte, die ja auch dementsprechend auch berechtigt sind, da anzubringen. Vielen Dank.